Ein herzliches Willkommen zurück zu Sun of Rome. So, wir müssen hier als Gladiator ein bisschen kämpfen. So. Tötet oder werdet getötet. Zack. Hauptsache, es ist ein Spektakel. Ja, das Spektakel kriegst du. Eine fantastische Hinrichtung. Bums. Bums. Und zack. Bums. Also, du auch jetzt. Komm. Und perfekte Kette, das finde ich gut. Boah, geil. Das ist unerwartet. Ich glaube, mein Bruder Commodus hat einen Herausforderer. Bravo! Boah, ich hasse ihn so arg. Es wird ja immer besser. Zum nächsten Akt! Ein wahrer Held der Arena aus dem fernen Garten. Wo denn? Ach, da. Justinius! Na dann komm her. Pass auf dich auf. Der Herr, mein Herr. Sums. So, dann kriegst du auch diese Hinrichtung, die dir zusteht. So, gut. Wer schreit das so? Du, mein Freund, hast Potenzial. Weiß. Fantastisch. Weiß. Verleihen wir der Sache etwas Würze. Für die nächste Vorstellung begrüßen wir zwei Streicher. Romulus und Rem. Und wo sind sie? Die karthagischen Totschläger. Machen wir es dir mal nicht zu leicht. Oh, oh. Zeit für die Aufspießer. Boah, die weichen echt aus. Die kleinen Penner. Ja, ist ja gut. Ach, sag mal. Gut. So, das war's. Aua. Was? Wieso bist du schneller? Oh, das hasse ich. So, jetzt aber. Eins, zwei, drei. So, jetzt aber. Bums, bums. Bravo! Bravo! Das war ein skandalöser Spaß. Brillant! Besuch mich in meinen Gemächern. Du willst für deinen Kaiser kämpfen. Und das sollst du. Sieht cool aus. Was ist jetzt los? Achso, ich nach unten. Tja, dann schauen wir mal, was passiert. Hier geht's entlang. Hier ist deine Bestätigung. Verliere sie nicht. Bah. Du hast das Töten zu einer Kunst gemacht. Ich hingegen pflege andere Ausdrucksformen. Hier einige meiner neuesten Werke.
Ich bin gerade fertig mit dem letzten Feindschliff. Ein Geschenk an meinen Vater, den Kaiser. Ein äußerst großartiges Werk, wie ich zugeben muss. Mit einer versteckten Überraschung. Einem kleinen Hohlraum in seinem Kopf, der Tränen aus feinstem Weißwein als Symbol der Liebe zum Reich vergießt. Obwohl es wahrscheinlich alles Mögliche vergießen könnte. Alles? Ja, jetzt. Ah, schön. Ja, fang es auf. Ja, perfekt. Blut. So viel Blut. Oh, wer bist du denn jetzt schon wieder? Graue Berge lasten auf dem Senat. Die Straßen. Die Straßen Roms werden rot sein. Rot vom Blut. Ich sah dich in meinen Träumen. Schneid mich los, wenn du deine Zukunft erfahren willst. Ja, mach mal. Gefallener Held Roms. Geist der Vergeltung. Damokles. 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 Damokles wird vom großen General Marius gerichtet. Dieser General, wiederum von Damokles. Okay. Kaiser Nero. Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert. Du kannst ihn nicht töten. Okay, die ist strange. Gewesen? Oder ist sie noch? So. Können wir den Kopf auch präparieren mit diesem schönen Rot. War der Nächste. Er wollte hier im Kolosseum ganz Rom seine großen Siege präsentieren und unsere Taten für die Seinen ausgeben. Ich würde mir das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen und Rom von seinem Gift zu befreien. Es war Zeit für Vergeltung. Sehr geil. Das machen wir. Mal ein. Wo muss ich denn hin? Wieso bejubelt mich hier eigentlich keiner von euch? Ich bin's. Marius Titus. Kann's kaum erwarten, da rauszugehen. Du hast doch keine Ahnung. Du wirst in der ersten Runde abgeschlachtet. Ich habe in jeder Arena gekämpft und lebe immer noch. Das ist das Kolosseum. Du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu sterben. Na gut, dann schauen wir mal. Ui. Hier kommen die Gladiatoren! Oh oh. Das ist ziemlich chaotisch. In der Arena behaupten. Wer
wird sich das Recht verdienen. Bleib hier mal. Dem einzigartigen General Commodus. Ja, wo ist denn hier? Hier ist, oh Gott, grad wieder den dicksten ab. Boah, der schlägt zweimal gut. Jetzt noch. So. Halt hier rum. So, jetzt reicht's mir aber mit dir. So, jetzt reicht's. Dann musst du fallen. Genau deswegen sind wir hier. So. So, jetzt endlich. So. Unter seiner glühenden Macht erzittern. Ah, cool. Und jetzt? Kommt da jemand? Glaube nicht. Gehen wir halt weiter. Kann ich hier hoch? Nope. Von gerechtem Zorn erfüllt, streckte der allmächtige Commodus die Briten für ihre Respektlosigkeit nieder und entzündete in Dovers gezähmtem Herzen die ewige Flamme Roms. Das war nur der Anfang. So, reicht mir. Keks gehen hier. Nachschub. Kämpfe dich zu durch entzünden. Entzünde mal. Das war noch nicht was. Aber er weiß es. Das ist auch okay. Bösen König Oswald und seine
soll den blöden Commodus spielen, das passt mir ja gar nicht. Wo sind meine Legionäre? Commodus, durchstreifte geschwind den Wald. Geschwind, wie ein Wolf. Die 14. Legion lief in eine Falle. Die Bogenschützen der Briten nagelten unsere mutigen Kämpfer fest. Würde Commodus es schaffen, sie zu retten? Ja, natürlich schafft es. Ach. Hä? Wo lang denn? Kann ich das kaputt schlagen, den Scheiß? Nö. Okay, das geht nicht, so wie ich bin. Ach. Nehm doch einfach den Weg. Hab ich euch gleich. Wie wirst du sie töten? Du könntest sie vermutlich einfach hinterrücks erstechen, aber das wäre viel zu langweilig. Wie wär's mit einem Healung? Ein Wurf! Mit dem Herz! So würde der große General Commodus machen! So würde der große General Commodus das machen, So, sehr viel schöne Leben verloren, das nervt mich jetzt ein bisschen. Kommt ihr? Kann ich hier weiter? Was ist hier los? Meine Kumpels? Die niederträchtigen Briten schickten ihre stärksten Krieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Mörderische, wilde Krieger von unerreichter Stärke. Ums, um und zack. Ganz schön kassiert, jetzt muss ich sagen. Wen haben wir denn noch? Wie dumm! War's das oder was? War das gar nicht. Es waren eigentlich mehr mörderische wilde Krieger. Wo ist der andere? So, sehr schön. Damoklesschwert, das war einfach brillant, oder nicht? So brillant, seinen Kopf will. 1000 Denari für denjenigen von euch, der ihn mir bringt. Was? Tut mir leid. Es geht um 1000 Denari. Ich mache es kurz, Damokles. Zieh dich an, Rachsüchtiger Damokles. Die Heldentat des großen General Commodus darstellen? Welch Irrsinn! Ich habe die Briten eigenhändig zerstört. Ja, ist das so. Du quälst dich trotz der ganzen Hilfe. Die will ich auch noch schnell machen. Das ist immer noch so kotzbrockenmäßig. Und auch. Hey, ich hab. Wie kannst du mir mein Ansehen von meinen Anhängern schmälern? Oh.
vor. Commodus wird das Aquädukt zerstören. Was für ein Finale! Wo ist denn das Aquädukt? Da hinten. Achso, ich soll es zerstören. Ah gut, dann zerstöre ich das halt. Auch hier eine Falle. Das sehe ich. Nation, die es wagte, sich gegen uns zu stellen. Oh. Ich bin der größte General, der je Rom. Ach, da steht wieder der eine Typ. Heute hattet ihr die Ehre. Ja, die Ehre, Zeuge des Todes zu sein, aller Gladiatoren, die sich mir entgegenstellten. Die als großen und gefürchteten Gladiatoren liegen nun tot. Gebrochen vor euch. Von mir erschlagen. Eurem General. Eurem Anführer. Eurem Erretter. Aquilo, ich muss zugeben, ich bin beunruhigt. Warum das, mein Kaiser? Dieser Damokles kämpft den ganzen Tag wie ein Löwe und sieht nicht mal erschöpft aus. Fürchtet nicht um das Leben eures Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagers, sondern um mein Gold. Ich setze dein Vermögen auf deinen Sieg. Ich werde die Quoten ausgleichen. Euer Geld ist sicher. Oh. Und auch dieser Versager. Euer General! Euer Erretter! Jetzt den Arsch zu versohlen, da habe ich richtig Bock drauf. Du sagst, du beschützt Rom. Wer beschützt dich vor mir? Cool. Klingt natürlich wieder nix. Komm ich da durch? Verdammte Axt! Das gibt's doch gar nicht. So, vielleicht diese Schläge blocken. Ja, ah, diese Schläge kann ich blocken. Falsch. Oh, falsch. Geduld.
Ja, komm. Da hat einer gerade gesagt, geh nach Hause. Geht's noch? Ja. Na, Großmaul. Aber auch nicht. Nicht der Größte. Komm schon, Damokles. Übe deine Vergeltung. Hier drüben. Hey? Ich bin Commodus. Nein, ich bin Commodus. Ich bin Commodus. Na toll. Für dich ist das Spektakel vorbei. Welcher dieser außergewöhnlichen Krieger ist der wahre Commodus? Bitte. Ist er es? Ich denke nicht! Was? Moment. Ich hab... Mach jetzt deinen blöden Normalschlag. Wieso hat er mich noch erwischt? Was? Aber Zeit, Mann. Ja, der saß gut. Och nee, nicht schon wieder, oder? Ach, das gibt's so gar nicht. Das nervt's. Was muss ich machen? Ich kann mich nicht bewegen. Boom. Abwehren. Was kann ich jetzt machen? Achso, ich muss... Oh! Achso, okay. Ich hab richtig entschieden. Einfach nur abwehren. Mach schon, tötet ihn!
Ja. Hat auch gut geklappt. Oder? Schon geil. Spürst du das Gift? Man darf kein Risiko eingehen, Damokles. Du verstehst das. Ich weiß, dass ich unsterblich bin, aber das Gesindel ist wankelmütig. Ein Glückstreffer von dir und mein Angst. Ja, endlich. Mhm. Das wird dein letzter Atemzug, Commodus. Das gefällt mir. Komm. Oh, falsch. So, jetzt reicht's dann aber langsam, gell? Komm. Ja, klar, wenn ich aushol. Jetzt sage mal, ich bin doch ausgewichen. So, jetzt aber. Das war's. Nee, noch nicht ganz. Aber jetzt. Komm, nerv mich nicht. Komm. So, jetzt. Tja, seh zu. Ah, das tat gut. Ich kenne nur einen Mann, der so kämpfen konnte. Oh. Beenden wir, was dein Vater begann, Marius. Schnell, wir müssen hier raus. Cool. Dachte schon, er ist vielleicht tot oder so. Im Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien, aber es brachte nichts. Commodus hat die Legionen zurückgehalten und tat nichts, während eine riesige Barbarenarmee nach Rom zog und Chaos auf dem Weg verbreitete. Die Briten? Ja. Ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt. Der Kaiser und Commodus haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Sie wollen uns vernichten. Das Reich vernichten.
Nach Commodus Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Ich brauche dich jetzt, Marius. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom. Okay. Boudica. Einst lag ihr Schicksal in meiner Hand. Jetzt führte sie die Armee tausender Stämme an. Ihre gigantischen Kriegsbestien rissen unsere Tore ein. Das Unheil eines verdorbenen Reiches erreichte dessen Hauptstadt. Wir alle müssen für unsere Taten büßen, Nero. Jedoch büßen die Menschen Roms nun für die deinigen. Ah, Boudica. Dein Krieg galt nicht Rom selbst, sondern Nero, der unsere Väter ermorden ließ und dafür büßen wird. Wenn Rom jedoch fällt, versinkt unsere Welt in Dunkelheit. Das Chaos wird die Zivilisation verdrängen. Und das werde ich niemals zulassen. Ruhig, Marius. Die Mauern der Stadt werden diese Bastarde auf diesen einen Platz lenken. Sie könnten uns hier zu Tausenden überlegen sein, aber dieser beengte Raum wird ihnen die Überlegenheit nehmen. Und, so die Götter es wollen, wird Rom einen neuen Morgen sehen. Da kommen sie. Bereit halten! Bereit halten! Marius, ich brauche dich am... Damit sage ich ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denne! Tschüss!